بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Heute kommen wir zum Schluss der Sura Al-Ikhlas. Zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Niemand ist ihm jemals gleich. Diese Aya ist eine grundlegende Aya, eine Regel in der Aqida, die auf verschiedene Sachen hinweist. Zum einen erklärt sie oder definiert sie eine Form des Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Niemand ist ihm ebenbürtig. Niemand ist gleichrangig. Al-Kuf'u im Arabischen, wenn man sagt, jemand ist Kuf'u, dann bedeutet das, jemand ist in der Lage, jemand ist fähig. Und wenn wir sagen, und wenn wir das verneinen eben, keiner ist Kuf'u außer jemand, dann bedeutet das, niemand ist in der Lage, das zu erreichen, was eben jener erreicht. Das heißt, es erklärt nicht nur die Gleichheit im Sinne der gleichen Eigenschaften, sondern es erklärt die Überlegenheit. Die Überlegenheit. Und deswegen ist es auch passend, dass eben dieser Begriff Kuf, also Kuf-un, ja, und das hat ja zwei mal Sukun, deswegen Kuf, ja, da muss man mit der Stimme dann so abhacken, damit die Hemse sichtlich wird. Kuf, ja, nicht nur Kuf. Kuf ist etwas, ja, aber wenn ich die Hemse noch erklären möchte oder zeigen möchte, dann muss ich sagen, Kuf, also da ist der Ton abgehakt, abgetrennt. Auf jeden Fall, Al-Kuf-U ist derjenige, wie ich sagte, der ebenbürtig ist, beziehungsweise der ebenso fähig ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in der Sura As-Samad erwähnt hat, und wir haben ja gesagt, As-Samad ist der Angestrebte und der Unabhängige. Zwei Sachen. Zum einen ist er unbedürftig, er ist Al-Ghani im Sinne von unbedürftig, aber er ist nicht nur unbedürftig, sondern jeder ist abhängig von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt sich in diesem Aspekt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der in der Lage ist, all das zu tun, was er eben tut, subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Und in der anderen Lesart, كُفُوًا أَحَدْ eben. Diese Ayah, wie ich sagte, ist eine Regel in der Aqida. Und zwar, dass eben niemand gleich ist wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Diese Gleichheit, die hier verneint wird, die bezieht sich auf die drei Aspekte des Tawhid. Denn der Tawhid, die Bestätigung der Einzigkeit Allahs, bezieht sich auf drei Aspekte, wie es im Koran erwähnt wird. Das heißt, die Gelehrten haben den Koran durchforstet und die Sunna und haben dann herausgefunden, wenn Allah über Tawhid redet, über seine Einzigkeit, dass er einzig ist, dass niemand ihm gleich ist, dann redet er über drei Themen. Entweder er redet über seine Taten, dass niemand so gleich ist wie er in seinen Taten. Also niemand kann erschaffen wie er. Niemand kann zum Leben bringen wie er. Niemand kann das Leben nehmen wie er. Es sind Handlungen. Oder er redet nicht über seine Handlungen, sondern seine Eigenschaften. Er ist allwissend.
allhörend, allsehend, allweise, er ist der Schöne, subhanahu wa ta'ala, der Gerechte. Niemand hat diese Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala hat. Niemand ist so in seinen Eigenschaften, wie es Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die dritte Sache ist, das Recht der Anbetung. Niemand verdient die Anbetungen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Niemand verdient, dass wir uns verbeugen vor ihm, dass wir uns niederwerfen, dass wir ihn so lieben, dass wir so Sehnsucht empfinden, dass wir so Geborgenheit empfinden und so weiter und so fort. Die Handlungen der Menschen gegenüber Allah. Das heißt, wir haben drei Themen. Handlungen Allahs, Eigenschaften Allahs, drittens Handlungen der Menschen gegenüber Allah. Das ist der Tawhid. Und in all diesen drei Bereichen gilt, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. In seiner Herrschaft, also in seinen Handlungen, in seinen Eigenschaften und in seinem Recht der Anbetung, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir nun über die Namen und Eigenschaften Allahs reden, was wir auch immer wieder uns vor Augen halten müssen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften besitzt und niemand ist ihm gleich. Und eine ähnliche Ayah erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagte, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Diese Ayah entspricht eben dieser Ayah, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Nur dass in dieser Ayah nur die Verneinung erwähnt wurde in Surat al-Ikhlas. Aber die Bestätigung wurde in der anderen Ayah erwähnt. Nichts ist ihm gleich, das ist eine Verneinung. Und er ist der Allhörende und Allsehende, das ist eine Bestätigung. Und dieses Prinzip der Verneinung und Bestätigung finden wir sehr oft im Koran, wie zum Beispiel im Glaubensbekenntnis. La ilaha, das ist eine Verneinung. Illallah, das ist wiederum eine Bestätigung. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Oder وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Ahad, das hatten wir schon mal behandelt zu Beginn der Sura und hatten gesagt, Ahad ist umso deutlicher in der Verneinung. Ahadun, das bedeutet der Einzige, also es gibt keinen anderen. Wenn wir aber sagen, Wahid, einer, dann hast du nicht verneint. Dann hast du nicht ausgeschlossen, dass es einen zweiten gibt. Einer, dann gibt es aber vielleicht noch einen zweiten. Aber wenn du sagst, Ahad, in Bezug auf die Verneinung, dann bedeutet das niemand anderes außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Und genau diese Eigenschaft wird nochmal erwähnt, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand ist ihm jemals gleich, subhanahu wa ta'ala. Die Eigenschaften Allahs, liebe Geschwister, wir wissen, dass die Aqidah der Sahaba, der Gefährten, eben jene ist, dass sie alle Eigenschaften Allahs bestätigt haben. Es gibt keinen Sahabi, keinen einzigen, ohne Ausnahme, der je gesagt hat, hört mal zu, ihr dürft nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Gibt's nicht. Und wer behauptet, es gibt einen Sahabi, der das je gesagt hat, der bitteschön, der kann das ja mal versuchen zu suchen. Oder die gesagt haben, ihr dürft nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Gesicht oder irgendeine andere Eigenschaft. Oder jemand, der gesagt hat von den Gefährten, hört mal zu, ihr dürft nicht sagen, Allah steigt im letzten Drittel der Nacht hinab zum Himmel der Erde. Es gibt keinen Sahabi, weder Abu Bakr, noch Umar, noch Uthman, noch Ali, noch Mus'ab, noch Zubair, egal welche Sahaba, radiyallahu anhum, keiner von ihnen hat jemals gesagt, hör mal zu, du darfst diese Eigenschaften nicht bestätigen. Warum darfst du sie nicht bestätigen? Denn dann würdest du eben Allah vergleichen mit seiner Schöpfung. Diese Argumentation finden wir bei keinem einzigen Gefährten. Und daher können wir getrost Ruhe empfinden.
ja, und mit unserem Gewissen keine Probleme haben, wenn wir sagen, wir werden das sagen, was die Sahabe gesagt haben, wir werden das glauben, was die Sahabe geglaubt haben. Aber derjenige, der etwas anderes sagt, der muss schauen, wie er das mit seinem Gewissen vereinbart, dass er hier etwas Neues erfindet, was kein einziger Gefährter, Ridwanullahi alayhim ajma'in, je gesagt hat. Hier wird natürlich dann anders argumentiert und gesagt, ja, das haben die zwar nicht gesagt, dass man das nicht sagen soll, aber die gingen davon aus, dass diese Eigenschaften nicht so zu verstehen sind, wie ihr sie versteht, eben in Form des Vergleichs mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sagen wir, und wer hat das gesagt? Habt ihr in die Herzen der Sahaba reingeschaut, dass ihr wisst, nee, das haben die nicht so gemeint, nee, das haben sie nicht so verstanden? Ja, das nennt man Al-Ta'wil, Al-Mujmal, sagen sie. Ja, also es ist eine allgemeine Form des Ta'wil, der Umdeutung, der Uminterpretation. Wir sagen, die Sahaba, die haben auch umgedeutet. Für die war auch das Hinabsteigen Allahs nicht Hinabsteigen Allahs, sondern Hinabsteigen von etwas anderem. Aha. Und wer hat das gesagt? Ja, das muss so sein. Warum muss das so sein? Ja, es kann ja nicht anders sein. Hallo? Was ist denn das für eine Argumentation? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran offenbart. Zu dieser Zeit, zu der die Sahaba gelebt haben. Die Sahaba haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Sie haben von ihm gelernt. Und da kommt kein einziger auf den Gedanken, mal nachzufragen, wie es uminterpretiert werden soll. Das ist unlogisch. Das kann nicht sein. Das heißt, die Tatsache, dass die Sahaba ohne Wenn und Aber und ohne jegliche Nachfrage die Ayat so angenommen haben, erklärt, dass sie sie eben so verstanden haben, wie es im Arabischen zu verstehen ist. Was heißt also, nichts ist ihm gleich? Also Allah subhanahu wa ta'ala, die Eigenschaften Allahs sind eben anders als alle anderen Eigenschaften der Schöpfung. Das heißt, wenn wir von Gesicht reden, dann ähnelt ihm niemand, subhanahu wa ta'ala. Aber zu sagen, er hat kein Gesicht, wo ist der Beleg? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr werdet Allah sehen, so wie ihr den Mond seht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Also es wird kein Hindernis geben. So hat also Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben bestätigt. Und im Dua sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und lass uns deinen Anblick oder den Anblick deines Antlitzes genießen. Und im Koran erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala an dem Tag, an dem die Menschen eben ihn sehen werden. Deswegen ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Möge Allah azza wa jal uns diesen Anblick erlauben. Das ist nur kurz. Wichtig ist für mich nun, liebe Geschwister, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, dass wir nicht auf der theoretischen Ebene bleiben, Aqidat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ja, ohne Leugnung, ohne Vergleich und so weiter. Ich glaube, das dürfte jeder verstanden haben, dass wir einfach sagen, hört mal zu, wir glauben so, wie die Sahaba geglaubt haben. Punkt, aus, Ende, Schluss. Haben die gesagt, Allah ist überall? Haben sie nicht gesagt. Also sage ich es nicht. Punkt, aus, Ende, Schluss. Haben sie gesagt, pass auf, du darfst nicht sagen, Allah ist über dem Thron? Haben sie nicht gesagt. Also sage ich es nicht. Also haben wir das Thema erledigt. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Sagt das dein Herz? Oder sagt es dein Herz nicht? Rezitiert es dein Herz? Oder rezitiert es dein Herz nicht? Wenn du jetzt im Leben sagst, es gibt keinen Arzt wie den. Oder du sagst, hör mal zu, es gibt keinen Steuerberater wie den. Oder du sagst, es gibt keinen Lackierer wie den. Was ist die Folge deiner Aussage? Was ist die Folge so einer Aussage? Wie wirst du dich dementsprechend verhalten, ja? Wenn egal, was in meinem Auto ist, dann denke ich direkt an ihn. Oder er ist an erster Stelle in meinen Gedanken. Zuallererst.
Das heißt, du weißt, du hast, bleiben wir mal bei Automechaniker, und du weißt, es gibt niemand so wie ihn. Du hast jetzt eine Panne. An wen denkst du zuerst? Wohl an diesen Automechaniker oder an einen anderen. Du denkst, der wird mir helfen. Den muss ich dann fragen. Du wirst ihn anrufen, du wirst zu ihm gehen. Das heißt, diese Ordnung, diese Prioritätenliste, die du hast, diese Hierarchie, die führt zu einem praktischen Verhalten. Und zwar, dass du zuerst ihn aufsuchst. Wenn du sagst, es gibt keinen besseren Arzt als den, dann gehst du sofort zu diesem Arzt. Du suchst zuerst diesen Arzt auf. Wenn jemand behauptet, hör mal zu, das ist der beste Arzt, und dann findet er dich bei einem anderen, sagt er, geht's dir noch gut? Du hast doch gemeint, das ist der beste Arzt, oder nicht? Warum gehst du zu dem? Jeder wird sagen, da ist etwas nicht normal. Es ist nicht normal, dass du die Einzigkeit oder sagen wir mal die Einzigartigkeit eines Menschen erwähnst, ihn aber ignorierst. Nicht nur ignorierst, nicht nur die Sache mit dem Ignorieren, sondern selbst wenn du ihn an die zweite Stelle legst, wäre das schon nicht ganz logisch. Jeder würde fragen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Du sagst, das ist der Beste und so weiter, aber du legst ihn auf die zweite Stelle. Warum denn das? Das ist nicht normal. Und das ist Ikhlas. Al-Ikhlas bedeutet, was ist Nummer 1? Was ist Nummer 1 in deinem Leben? Ist es Allah subhanahu wa ta'ala oder ist Allah Nummer 3? Ich habe Kopfschmerzen. Erste, was ich denke, fängt auch mit A an. Aspirin. Zum Beispiel. Wo ist Ikhlas? Wo ist وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, das ich die ganze Zeit lese. Aber da gibt es doch ein Kuf. Also es gibt doch etwas, was so ist wie Allah. Das sage ich natürlich nicht. Das glaube ich natürlich nicht. Aber ich merke, irgendwie habe ich ein Problem in meinem Herzen. Die Proportionen sind nicht richtig in meinem Herzen. Beziehungsweise ich habe mein Herz nicht trainiert, zuerst bei Allah nachzufragen. Es ist ja nicht haram, dass du eine Aspirin nimmst. Aber es geht dir nicht darum, es geht darum, warum hast du zuerst an Aspirin gedacht? Darum geht's. Du hast eine Panne. Wer von uns sagt, ja Allah, sofort, so aus dem Affekt. Das Erste, was du sagst, ja Allah. Also, oh Allah, also hilf mir. Wer von uns hat das mal in seinem Leben empfunden? So, überleg mal, ja. So gestern, vorgestern, letzte Woche, irgendwas, was dir passiert ist. Du hattest Hunger, du hattest Kummer, du hattest Wünsche. So, jeder von uns hat Verlangen. Jeden Tag, mehrere. Bei dieser Hitze, möge Allah uns vor der Hitze der Hölle bewahren. Ja, da, was ist da Nummer 1? Die Fernbedienung der Klimaanlage zum Beispiel. Ja? Oder die Steckdose für meinen Ventilator zum Beispiel. Was ist Nummer 1? Das ist Ikhlas. Ikhlas bedeutet nicht nur, dass du einzig Allah willst, sondern Ikhlas bedeutet, dass du zuerst Allah willst. Nicht nur einzig, sondern zuerst Allah willst. Und wen danach? Wen danach? Was heißt Ikhlas? Niemand außer Allah. Ja, was ist dann mit der Aspirintablette?
die nimmst du nicht, weil du denkst, sie wird dir helfen. Aber im Beipackzettel steht, dass es gegen Kopfschmerzen hilft. Wer ist denn derjenige, der es helfen lässt? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der es helfen lässt, der es segnen wird. Wenn Allah es nicht zulässt, dann kannst du eine Tonne Aspirintabletten essen und dir wird nicht besser. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle heilen. Das heißt, der Erste und Letzte ist Allah subhanahu wa ta'ala. Nach Allah gibt es niemanden mehr. Warum denn? Nochmal zum Kfz-Mechaniker. Wenn der Kfz-Mechaniker der Beste ist, brauchst du nach ihm noch einen Kfz-Mechaniker? Du gehst zum Kfz-Mechaniker, der repariert dein Auto. Gehst du dann zu einem anderen? Natürlich nicht. Wann gehst du zu einem anderen, wenn er das Auto nicht reparieren konnte? Kann Allah dir nicht helfen? Brauchst du jemand anderen nach Allah, subhanahu wa ta'ala? Versuchst du es mal bei Allah, wenn es nicht klappt, dann gehst du zu einem anderen? Erhaben ist Allah darüber. Allah ist der Erste und Letzte. Nach Allah gibt es niemanden. Das heißt, wir müssen uns anschauen, ist bei uns Allah wirklich so an erster Stelle, dass wir sagen, niemand ist ihm gleich? Wir dürfen das, liebe Geschwister, nicht immer auf die theoretische Ebene belassen und sagen, Alhamdulillah, ich habe die Aqidah auswendig gelernt, ja, die Nameneigenschaften Allahs und so. Nochmal, Yawm al-Qiyamah wird dir Allah keine einzige theoretische Frage stellen. Allah wird dir nicht sagen, kannst du mir mal sagen, wie meine Namen und Eigenschaften zu verstehen sind? Das wird dir Allah nicht sagen. Allah wird dich das nicht fragen. Zähle die 99 Namen auf, sondern es geht darum, ob du sie umgesetzt hast, ob du die Namen und Eigenschaften Allahs erlebt hast in deinem Leben, ob sie Einfluss hatten auf dein Leben. Und genauso ist es mit dieser Aya. Ist Allah Azza wa Jal bei mir der Erste, der Beste, der Angestrebte, subhanahu wa ta'ala? Und das muss man einfach mal prüfen. Wie verhalte ich mich instinkthaft? Da zeigt sich wirklich, was für ein Iman du in deinem Herzen hast. Weil sich vorzubereiten auf die Reaktion, das ist einfach. Ja, zum Beispiel Ramadan kommt oder man geht zur Pilgerfahrt oder wird man sich vorbereiten. Ja, ich gehe dorthin, das ist das Haus Allahs, das Fastenmonat, ja, ich werde Koran lesen. Das kann jeder. Aber zack, kommt ein Schicksalsschlag und in 0, nix sagst du, nicht du, dein Herz sagt Allah. Das ist Al-Iman. Das ist Al-Ikhlas, was wir verlangen. Oder was von uns verlangt wird. Das ist das, was wir brauchen. Al-Rasul alayhi salatu wassalam fragte einmal einen jugendlichen Gefährten. Die Geschichte kennt ihr bestimmt. Er sagte ihm, wünsch dir etwas. Da sagt er, ich wünsche mir, dich im Paradies zu begleiten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch etwas? Was sagte dieser Gefährte dann? Nichts mehr. Ist haram, noch was zu verlangen? Der hätte doch noch andere Sachen verlangen können. Was würdet ihr noch verlangen zum Beispiel? Eine Pilgerfahrt zum Beispiel. Ja, Rasulullah, ich will Hajj machen. Oder? Oder zum Beispiel, ich möchte heiraten. Oder ich möchte, Allahu A'lam, irgendetwas anderes machen. Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
Barakallahu. Jetzt okay. Nee, die geht doch auf, oder nicht, die Tür? Die geht auf. Geht auf, ja, ja. Ja, ja, geht auf. Bis der Umzug fertig ist, damit wir dann wieder Ikhlas haben können. Möge Allah uns Ikhlas geben. Geht nicht, wenn zwei Sachen, das geht nicht. Ikhlas, nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Also, wo waren wir stehen geblieben? Dieser Gefährte fragte, also dieser Gefährte verlangte von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihn begleitet im Paradies. Möge Allah uns alle erlauben, den Propheten im Paradies zu begleiten, alaihi salatu wassalam. Ausschlaggebend ist, dass er gesagt hat, nein, nichts anderes. Das ist Al-Ikhlas. Al-Ikhlas bedeutet, dein Herz hängt an der Liebe Allahs und des Gesandten, alaihi salatu wassalam, sodass du nichts mehr brauchst. Es ist ja nicht so, dass er nichts mehr verlangen darf. Er hätte verlangen können. Auch Dunya. Dunya ist ja nicht haram zu verlangen. Er hätte sagen können, Gesandte Allahs, mach Dua für mich, dass ich reich werde oder sowas ähnliches. Er hat kein Verlangen danach. Al-Ikhlas bedeutet also, dass dein Herz entleert wird von allem und dann nur noch gefüllt wird mit der Liebe und Hoffnung, Furcht, Geborgenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Al-Ikhlas. Wie komme ich zu dieser Stufe, wenn ich weiß, wer Allah ist? Und deswegen sagt mir Allah, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Warum? In meinem Herzen, meine Seele, wird wann etwas verlangen, wenn es einen Nutzen davon hat. Warum verlange ich Hilfe bei einem Menschen? Weil er mir einen Nutzen bringt. Aber wenn ich erkenne, dass der Einzige, der mir den wahren Nutzen bringt, Allah ist und sonst niemand anderes, dann werde ich von niemand anderem etwas verlangen. Wenn du Geld brauchst, gehst du dann zu einer armen Person und sagst, kannst du mir mal 50.000 Euro ausleihen? Macht doch kein Mensch. Jeder würde sagen, geht's dir noch gut? Was willst du denn bei dem? Und so solltest du deinem Herzen sagen, geht's dir noch gut? Was willst du denn von dieser Dunya? Die Dunya ist doch vergänglich. Sondern ich habe ein Verlangen nach dem Ewigen. Und deswegen wollte dieser Gefährte das Ewige und nicht das Vergängliche. Und das Ewige ist eben ein Platz neben dem Propheten, alaihi salatu wassalam. Weil der Nächste zu Allah wird wohl wer sein? Ar-Rasul, alaihi salatu wassalam. Wer mit dem Propheten im Paradies sein wird, alaihi salatu wassalam, der wird Allah sehen, möge Allah uns das erlauben. Der wird die Gefährten sehen, der wird die Propheten sehen. Das ist der beste Platz überhaupt. Und deswegen verlangte er eben genau das, den Propheten zu begleiten. Und die Formulierung ist schon fantastisch. Er hat nicht gesagt, ich möchte dort sein, wo du bist oder sitzen oder, nee, begleiten. Begleiten erklärt was oder zeigt was. Das heißt, ich möchte mit dir im Paradies leben. Dieses Leben im Paradies mit dir erfahren. Wo du hingehst, will ich mit dir hingehen. Mit denjenigen, die du besuchst, die möchte ich mit dir besuchen gehen. Das Leben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das, was wir leider nicht erfahren durften. Wir bitten Allah azza wa jalla, dass er uns das erlaubt im Paradies. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Heißt also, in meinem Herzen gibt es niemanden, den ich so ersuche wie Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern es gibt sogar viel mehr, es gibt niemanden, den ich überhaupt ersuche, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Heißt das, ich darf nicht mehr zum Arzt, ich darf nicht mehr zum Steuerberater? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, was machst du bei diesem Menschen? Machst du es so, wie es Allah verlangt? Oder machst du es so, wie deine Nafs, wie deine Seele es verlangt? Denn derjenige, dessen Herzen gefüllt wird mit der Liebe und der Furcht und der Hoffnung und der Sehnsucht nach Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, der wird natürlich nicht das tun, was Allah zornig macht, sondern der wird das tun, was Allah azza wa jal zufriedenstellt.
durch das er das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen wird. Wie können wir das trainieren? Indem ich jede Situation mir anschaue, in der ich Allah an die zweite Stufe gebracht habe. Das bedarf Arbeit. Es geht nicht auf Knopfdruck. Das heißt, ich muss schauen, wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich? Ich habe einen Brief bekommen. In diesem Brief steht eine Kündigung. Oder in diesem Brief steht eine Rechnung. Oder in diesem Brief steht irgendwas. Die erste Reaktion, die allererste Reaktion. Was ist die? Ist es die Flucht zu Allah Azza wa Jal oder die Flucht zur Dunya? Anwalt. Ich bin nicht versichert. Ich brauche Geld. Und so weiter und so fort. Was ist das Erste, die erste Reaktion? Das zeigt, ob du diese Ayah, nichts ist ihm gleich, lebst oder nicht. Denn sobald du denkst oder sobald du ein Verlangen hast nach einem anderen außer Allah, dann ist ihm jemand gleich bei dir oder nicht. Wäre ihm niemand gleich, dann wäre er der Erste, subhanahu wa ta'ala. Also schau dir an, wie reagiere ich, wie lebe ich denn? Sobald ich einen Brief bekomme, einen Anruf bekomme, irgendwas sehe, irgendwas erlebe, ist es Allah zuerst oder nicht? So, es ist leider nicht Allah zuerst, ich bin zu schwach. Das habe ich noch nicht gepackt. Ich habe so sehr, mein Herz hängt so sehr an den Gründen oder Ursachen, an den weltlichen Ursachen. Arbeitsplatz, Helfer, also Verwandte, Bekannte und so weiter und so fort. Mein Herz hängt da. Dann mache ich die Taube danach. Wenn ich das nicht vorher gemacht habe, mach die Taube danach. Hier gibt es eine kurze Geschichte. Und zwar, es gab mehrere in einer Schlacht, gab es einige Sahaba, die zur Zeit des Propheten nicht an dieser Schlacht teilgenommen haben. Und da kam in Surat al-Tauba dann einiges über diese Sahaba. Auf jeden Fall, einer von ihnen wurde so geprüft, dass der Rasul a.s. den Gefährten gesagt hat, grüßt ihn nicht mehr. Kein Assalamu alaikum, kein Wa alaikum assalam, haltet Abstand. Dann schickte er zu seiner Ehefrau, halt dich fern von ihm. Was ist los? Ich bin kein Muslim mehr. Das heißt, es ist eine Riesenprüfung. Und dann prüft ihn Allah noch mit was? Dann schickt ihm der damalige Kaiser, der römische Kaiser, einen Brief, in dem er ihm sagt, wir haben mitbekommen, dass dein Freund dich verlassen hat. Rasul also, alayhi salatu wassalam, abgestoßen hat. Komm zu uns und wir werden dich ehren. Die Fitne, die Prüfung kommt, wenn du wirklich am Boden bist. Boden, dann wird die Prüfung stark. Warum? Weil derjenige, der Diener Allahs sein will, der muss auch ein Zertifikat bekommen. Der muss die Ausbildung durchmachen. Das ist nicht einfach so, hallo, ich will dabei sein. Sondern du willst zu den Leuten des Herrn, Rabbaniyun, die Leute des Herrn, also die Gefolgsleute Allahs Azza wa Jal, du willst zu den gehören, alles klar, sich angemeldet, dann kommt die Prüfung. Dieser Sahabi, sobald er diesen Brief genommen hat, hat er ihn vernichtet. Niemand anderes außer Allah. Niemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Wie dann der Kaiser, das war nicht sein Nachbar, der Kaiser. Und Rom, wisst ihr, was das Römische Reich damals war? Das war nicht irgendjemand. Ja, stell dir mal vor, ein XY einer Großmacht schreibt dir mal einen Brief jetzt. Ja? Sag dir mal zu, ich habe gehört, bei deinen Leuten geht es dir nicht so gut. Ja? Komm zu uns.
Möge Allah uns bewahren. Wer von uns würde denn nicht sofort sagen, tschüss? Weil Assalamu alaikum würde ja dann wieder mich in schlechtes Licht bringen. Ja? Und er hat, und vielleicht würde unser einer, ich rede jetzt nur über mich, vielleicht würde unser einer, ja, deswegen möge Allah uns vergeben, aber vielleicht sind wir nicht eben so gut, dass Allah uns diese Ehre erwiesen hat, mit dem Propheten zu leben, alayhi salatu wassalam. Unser einer hätte zum Propheten gehen können und sagen, siehst du, guck mal, siehst du den Brief hier, von wem der ist? Vom römischen Kaiser, aber ich habe ihm Nein gesagt. Ich habe ihm gesagt, nee, nee. Das hat er nicht gemacht. Der hat den Brief vernichtet. Ist das Ikhlas oder nicht Ikhlas? Ist das Aufrichtigkeit oder nicht? Das soll gar nicht die ganze Welt mitbekommen. Sondern, wenn Allah mir vergibt, ich möchte Allah Azza wa Jal. Ich will keinen anderen. Wenn Allah mir vergibt, dann wird es bi'idhnillah besser werden. Und so ist es auch gewesen. So hat Allah Azza wa Jal dann die Ayat offenbart, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Leuten, die nicht an der Schlacht teilgenommen haben, dass Allah ihnen vergeben hat. Wichtig an diesem Punkt ist was? Dieses Verhalten, dass du in einer schwierigen Situation an Allah festhältst, dass du nicht erst überlegst, soll ich nicht, soll ich Muslim bleiben oder nicht, soll ich weiterhin mein Islam leben oder soll ich nicht, sondern dass es keine Frage ist, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Kein Zweifel, natürlich werde ich bei Allah bleiben. Sind wir so, liebe Geschwister? Oder sind wir Lichtjahre entfernt von dieser Angelegenheit, dass wir zu labil sind, dass unser Glaube, unser Iman, unser Ikhlas zu labil ist, als dass er gefestigt ist, Allah ist Nummer eins in meinem Leben. Er ist Al-Wahid und Al-Ahad, subhanahu wa ta'ala. Das heißt nochmal, ich muss mir mein Leben anschauen. Die Schicksalsschläge, die Reaktionen. War Allah an erster Stelle? Ich werde wohl sehr oft finden, dass Allah nicht an erster Stelle war. Was tue ich? Nacharbeit. Wie? Indem ich die Situation nehme. Zum Beispiel, ich hatte finanzielle Probleme. Ein Brief, was weiß ich, Schulden oder irgendetwas. Ich nehme jetzt die Situation. Und dann muss ich mit mir selbst reden, warum habe ich an den Anwalt gedacht zuerst und nicht an Allah? Warum habe ich an meine Freunde gedacht und nicht an Allah? Ich muss das erklären, mir erklären. Ich muss suchen, was waren denn die Ursachen und die Gründe? So, ja, weil der Anwalt hat viel zu sagen. Ah, super, der Anwalt hat viel zu sagen. Okay, und jetzt nehmen wir die Spritze, die Iman-Spritze. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. So, der Anwalt, ist der fähiger als Allah? Natürlich nicht, oder? Ist dieser, die Bank, ist die fähiger als Allah? Diese Iman-Spritze wird immer gebraucht. Weil du musst vergleichen, du hast einen anderen, du warst näher zu einem anderen als zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also musst du noch einmal dir erklären, wo der Fehler liegt. Der Fehler liegt, dass du Allahs Eigenschaften vergessen hast in dieser Situation. Du hast vergessen, dass Allah Ar-Razzaq ist und nicht der Anwalt. Du hast vergessen, dass Allah Al-Qawi ist, der Stark, nicht der Anwalt oder die Bank. Du hast vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wali ist und nicht dein Freund. Al-Wali ist der Freund bzw. der Beschützer. Du hast vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani ist, der Unbedürftige. Der Anwalt, der hat auch seine Probleme, der braucht auch jemanden. Ja, der wird auch unter Druck gesetzt vielleicht, ja, oder geschmiert oder Allahu A'lam. Allah Azza wa Jal wird nicht unter Druck gesetzt, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du musst dich erinnern, welche Namen Allahs habe ich vergessen. Ja, und dann lerne ich diese Namen von vorne. Weil ich habe sie eigentlich nie gelernt. Weil lernen bedeutet umsetzen.
Aber lernen, um sie vorzutragen, das kann jeder, das kann ein Baby. Aber es geht darum, diese Namen Allahs Azza wa Jal zu lernen, um sie umzusetzen bei den Schicksalsproblemen oder Schicksalsschlägen. Wenn ich eben an As-Samad oder Al-Razzaq oder Al-Qawi, Al-Mateen, Al-Azim, Al-Mutakabbir, gewaltige Namen Allahs, die eigentlich mein Herz flattern lassen. Ein Vulkanausbruch des Imans müsste eigentlich entstehen. Aber wenn ich diese Namen vergesse, ist ja klar, dass ich dann eben nicht diesen Halt habe und dann suche ich irgendetwas, was mir vielleicht helfen könnte. Und wenn es mir hilft, dann wird es vielleicht nicht langfristig helfen. Also nochmal, liebe Geschwister, nicht, dass man das falsch versteht. Das heißt nicht, dass du dir keinen Anwalt nehmen darfst oder dass du nicht zum Arzt gehen darfst oder dass du nicht zum Steuerberater gehen darfst und so weiter und so fort. Nicht darum geht es. Es geht darum, wer ist Nummer eins. Und alle anderen sind eine Auswirkung deiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, khudu hidrakum, nehmt euch in Acht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la tu'addu bi anfusikum ila tahluka, also führt euch selbst nicht zum Schaden und so weiter und so fort. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, dass wir Hilfe suchen. Rasul alayhi salatu wassalam sagt, tadawu ibadallah, heilt euch, lasst euch behandeln, o Diener Allahs. Aber das ist was? Alles eine Auswirkung, eine Folge der eigentlichen Aqide, der Glaubenslehre, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Das ist eine Auswirkung dieser Ayah. An wen hältst du dich? Wo findest du deinen Halt im Leben? Eine weitere Auswirkung, liebe Geschwister, ist der Geschmack, dieser Genuss des Glaubens, diese Süße des Glaubens, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es beschrieben hat. ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ. Den Geschmack des Glaubens wird derjenige kosten, der zufrieden ist mit Allah als Herrn, mit dem Islam als Religion, mit dem Propheten, mit Muhammad alaihi salatu wasallam als Propheten. Diesen Genuss des Glaubens kann ich nur schmecken, wenn ich weiß, dass nichts schöner ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Aber empfinde ich das? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Nichts ist ihm gleich, hilft mir im Gebet. Ich stehe da vor Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es irgendeine andere Situation, einen anderen Moment in deinem Leben, irgendeine Person, vor dem du stehen wirst, bei dem du diesen Genuss empfinden wirst? Natürlich nicht. Wenn zum Beispiel jemand weiß, ich werde vor dem König XY stehen oder vor dem Präsidenten oder lau a'lam, was, also jeder kann sich ja aussuchen, vor wem er stehen möchte. Ja. Und du weißt, diese Person, niemand ist so wie der. Niemand ist so großzügig wie diese Person. Welche Sehnsucht wirst du haben? Man sagt dir heute, hör mal zu, da gibt es jemanden, Junge, der ist so großzügig, Junge. Junge, bei dem kannst du verlangen, was du willst. Der gibt dir das. Ja, morgen kannst du dorthin. Oder nächstes Jahr, in 10 Jahren kannst du dorthin. Wie sieht die Sehnsucht aus? Also, du wirst träumen. Niemand ist so wie der. Junge, der ist der Großzügigste, hat man gesagt. Junge, der gibt sehr viel, hat man gesagt. Ja, du wirst Tag und Nacht träumen. Warum? Warum träumst du auf einmal so viel? Niemand ist so wie er. Ich habe schon viele Großzügige gesehen. Aber ich habe gehört, der Junge, der ist top. Empfinden wir die Sehnsucht, wenn wir zum Gebet kommen? Niemand ist so freigebig wie Allah subhanahu. Niemand ist so liebevoll wie Allah subhanahu. Ist uns egal. Ja gut, wann ist das nächste Gebet? Ach, so früh schon? Oh, nee. Ja. Ist das Ikhlas? Ist das Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und da lesen wir, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Aber wo in unserem Leben? Wo?
Wann setzen wir diese Ei endlich mal um? Ich muss doch verstehen, wer ist dieser einzigartige Subhan? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist dieserjenige, der niemand, der keinesgleichen hat, subhanahu wa ta'ala? Wenn wir uns nicht mit Allah beschäftigen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir keine Sehnsucht haben nach Allah. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, die hatten Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Gelehrte, die heute sogar noch diesen Dua erwähnen, des Propheten alaihi salatu wasalam, wenn du weißt, oh Allah, dass das Leben besser für mich ist, dann lass mich weiterhin leben. Und wenn du weißt, dass das Sterben besser für mich ist, dann lass mich sterben. Und dann sagen sie, und lass es zügig kommen. Warum das? Die haben Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt nicht, okay Jungs, heute wollen wir alle sterben. Nein, nicht, dass wir in Depressionen fallen. Nicht darum geht es, sondern es geht darum, welchen Platz hat Allah in deinem Leben? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Niemand ist ihm gleich. Es gibt nicht seinesgleichen. Es gibt niemand, der ihm ebenbürtig ist, subhanahu wa ta'ala, der so ist wie Allah azza wa jal, hat in jeder Sekunde unseres Lebens eine Auswirkung. In jeder Sekunde. Jetzt sitzt du in der Moschee. Warum? لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Warum? Weil ich Belohnung verlange oder erwarte von demjenigen, der einzigartig ist, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, zu den Namen Allahs azza wa jal gehört auch Al-Witr. Al-Witr, zu den Bedeutungen gehört auch eben der Einzigartige, subhanahu wa ta'ala. Also niemand ist so wie er, subhanahu wa ta'ala. Diese Lebensweise, liebe Geschwister, die fehlt uns leider sehr oft. Und da müssen wir uns eben daran erinnern, wenn wir diese Surah Al-Ikhlas lesen, dass es nicht darum geht, dass wir sie einfach auswendig lernen, sondern Surat al-Ikhlas will Ikhlas in unseren Herzen entstehen lassen. Surat al-Ikhlas ist dazu, damit in unserem Herzen al-Ikhlas sprudelt. Aber wenn ich, und Ikhlas bedeutet, dass ich niemanden anderen verlange außer Allah, zu niemandem anderen Sehnsucht habe außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das geht nicht auf Knopfdruck. Geht nicht. Unsere Seele muss sich ändern. Unsere Seele wird nicht auf Knopfdruck geändert, sondern es ist ein Prozess. Aber der erste Schritt dieses Prozesses ist die Einsicht. Wer nicht einsichtig ist, der wird sich auch nicht behandeln. Jeder, der eine Krankheit hat und sagt, ach hör auf, nee, ich bin nicht krank. Der wird auch sich nicht behandeln lassen. Aber der erste Schritt zur Gesundheit ist, dass du merkst, ja, ich bin krank. Das ist der erste Schritt. Und genauso ist es mit deinem Herzen. Wenn du immer noch denkst, nein, Alhamdulillah, also ich brauche keine Hidayah mehr, ja, also mir geht's gut. Dem geht es eben nicht gut. Der wird sich nicht ändern. Der ist hochmütig, selbstgefällig. Und das ist eben das Gegenteil vom Ikhlas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dieser Aufrichtigkeit füllen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen zu ihm lenkt, sodass sie keine andere Richtung haben, außer seine Zufriedenheit und sein Wohlgefallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, den Propheten zu begleiten in den höchsten Stufen des Paradieses, wir alle zusammen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, uns zu verändern, bessere Menschen zu werden. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.